Der schlafende Riese. Das hört sich echt nicht schön an. Mit meinem Team treffen? Keine Sorge, das schaffe ich. Hoffe ich. Ja, das reicht nicht an. Optisch ist gern negativ. Ah, hi. Holla! Das war der schlafende Riese. Hoffe ich zumindest. Oh, ich wollte schon sagen. Oh Gott, ich hatte schon Angst. Was ist das? Das sind solche Druiden-Pots. Nein. Nein! Ah, wieso sieht er mich? Perfekt. Da hängt doch einer vom Delta-Team. Das sehe ich doch sofort. Hier ist aber noch Munition, die nehme ich mit. So ultra-krass, wie ich bin. Ey, Bruder! Krasse Scheiß hier. Druidikas. Ich kümmere mich darum. Boah! Druidikas! Nett. Gute Arbeit, 07. Entdeckung. Sie kommen zurück. Druidikas sind auf jeden Fall nicht die Gegner, mit denen man gerne kämpft. Wie man jetzt vielleicht sehen kann. Sie haben auch noch Schilde, das ist echt kacke. 7, pass auf. Ziel eliminieren. Wir gehen auf den. Zusammen sind wir stark. Ah, ihr Pissschild. Ehrlich mal. Hier, ich disturb sie mal mit der Disturb-Granate. Perfekt, es funktioniert. Nee, es funktioniert nicht. 7 los. 7 schießt doch. Um Gottes Willen, 7. Ich habe Angst um unser beider Leben. Erledigt. Ziel eliminiert. Jetzt. Er benutzt seinen Sniper. Das ist der Grund. Perfekt. Danke für die Hilfe, Sir. Kein Problem. Ich hol mir eben Munition. Kommst du? 7. Delta Team formiert sich. 7. Munition ist weg. Pass auf, Alter. Hinten auf und voraus. Ah, okay. Schön. Shit. Na, hier, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Mehr Druidikas. Scheiße, 6-2 und 4-0. Das war relativ gut. Wir gehen erstmal auf den Druidiker. Schön, Sie zu sehen, Sir. So, wir hatten Sie schon vermisst. Wir neutralisieren. Hi. Ach, schön, dass Sie da sind. Sekundärziele erreicht. Warte auf weitere Befehle. Gute Arbeit, Dreier. Irgendwo auf dieser Ebene muss eine Verladestation sein. Von dort führt ein Aufzug direkt zur Brücke. Roger. An die Arbeit, Deltas. Ziel eliminiert. Objekt terminiert. Ziel eliminiert. Es sind einige. Ach, der Redikas. Es sieht so aus, als wäre es... Wird das kein guter Tag für das Delta-Team? Nachladen will ich, nachladen. Weiter auf den Druidiker feuern. Scorch, geh da weg, Mann! Warum gibt's keinen Rückzugbefehl? Das wäre eigentlich ziemlich praktisch. Bagdad-Prozedur einleiten, Data. Ja, Sir. Von hier haben wir freies Schussfeld. Gehe in Position. So, mir geht auch die Munition aus. Allseits bereit, Sir. So wie Granaten und alles andere. Egal, wer die Panzerspender hier gelassen hat, er hat einen Orden verdient. Was ist das? Ein Druidenträger 07. Lies beim nächsten Mal den Einsatzbefehl. Boss, eine kleine Sprengladung müsste das Problem lösen. Ja, dann fang an. Blöde Frage. Was? Ein Druidenträger, der unendlich Druiden trägt. Das ist ein tragendes Feature des Spiels. Deckung, Deltas. Gute Arbeit. Hoffentlich begegnen uns nicht noch mehr von den Dingern. Ich glaube nicht und ich hoffe es auch nicht. Position ändern, Delta. Positiv. Registriere Geräusch. Delta, Tür öffnen, los. Ich fange jetzt an. Wir brechen auf. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Sind unterwegs. Ach, die beiden sind noch bei der... Achtung, Fick! Granate. Ah, perfekte Granate. Das war der typische Door Breach von COD und Battlefield und Homefront und jedem anderen modernen Shooter außer Halo. Geh in Position. Delta, probieren Sie sich. Ja gut, das war vielleicht etwas dick aufgetragen, aber kommt schon, es ist doch wirklich so. Mit dem geilen Tür öffnen, Zeitlupe, Granate, Piss. Ah, der Typ. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Wir müssen total auf den drauf gehen. Oder wir machen es so. Ihr geht auf die drauf. Los, Angriff. Ich kümmere mich um ihn. Ah!
du kleine Pissdelke. Da, komm schon, dreh dich. Das ist er. Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Perfekt. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich diese Waffe noch habe. Ich bin thank God bin ich. Wo steht denn die Munition für das Ding? Ich nehme einfach mal an, dass das Ding hat mehr. Ich schätze, wir müssen durch die Tür da. Hier muss irgendwo eine Steuerkonsole sein. Ich hab auch an neue die Arbeit, Deltas. Elektrogranaten, das ist schon mal gut. Gehen Sie in Position, Delta. So, da wird irgendwas sein. Hier ist Panzerbrecher. Auf Panzerbrecher. Ich glaube, da kommt jetzt das Spinnvieh. So viele Bacta-Spender hier. Fixer, du müsstest noch in Folgeposition sein, oder? Ja, perfekt. Dann suchen wir mal die Konsole. Nee, du bist hier. Position, Delta. Der gehört mir. So, hier habe ich alles. Dann werde ich mich jetzt um die Dings kümmern. Gut, wir haben hier alles im Blick. Das ist extrem schön. Hier. Ich höre Bugs. Scheiße. Gut, ich hoffe, die haben mich gut in Deckung hier alle. Oh Gott, die Musik wird hektisch. Dafür bin ich jetzt gar nicht bereit und ein... Pa, pa, pa! Nicht mit mir, Bro. Ich weiß jetzt gar nicht, welche mehr Munition. Musik rastet aus, ich weiß jetzt gerade gar nicht warum. Ja. Achtung, noch ein Spinnendroide, 12 Uhr. Diese Typen gehen mir langsam auf die Nerven. Shit, 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 shit. Boah, jetzt total Star Wars hier, wo ist Anakin? Ah, Gott. Scorch, los! Dich brauche ich jetzt hier aber. Jetzt habe ich ein Problem. Oh Gott. Nur 7. Manöver abbrechen, Delta. Heilen Sie sich, Delta. Bin dabei. Ich gucke, wo ich Munition für dieses Teil finden kann. Es ist jetzt wahrscheinlich, glaube ich, nee, das war's nicht. Ah, ich habe. Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Das könnte ich eigentlich auch benutzen. Scheiße, hab ich gar nicht drauf bekommen. Ah, hat sich eh erledigt. Das war realistischer als die Simulationen. Ach Quatsch! Echt? Na gut, dann wissen wir ja schon mal, dass die Simulationen in Star Wars echt simultan sind. Gut, Fixer kommt auch noch. Ach, ich brauch Bacta! Halt noch nicht! Ja, Sir! Passt aber ziemlich gut. Halten Sie Ihre Position! Ihr könnt ruhig da bleiben, ich will mich nur eben heilen. So, einleuchtend dieses Bacta, oder? Formieren. Gehe in Position. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Ja, Sir. So. Boah, ich sitze mich jetzt mal richtig hin hier. Das ist echt bliblablub und so. Achtung, Granate. Sie eliminieren. Los, Gegner eliminieren. Angreifer eliminieren. Ah. So. So viel zur Gesundheit. Und weg mit dir, Bruder! Raus aus meinem Hut! Ziel eliminieren. Wie ich sehe, muss ich sehen, dass die Waffe nicht so effektiv ist wie erwartet. Also machen wir es einfach auf die übliche Blaster. Gut, ich und 7 holen uns. Halten Sie Ihre Position. Bacta. Sieben muss nachkommen. Na, ist ja auch egal. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. So wie bei den Pessoas, man steht nie exakt nebeneinander. Das macht nur Probleme, macht Freundschaften kaputt. Und ähnliches. Also sprecht euch da mit eurem Bro eures Vertrauens bitte ab. Vor mir. Weil das kann echt Probleme bringen. Ich meine, wenn man obwohl... Ich glaube, wenn man wenn man besoffen ist, könnte es die Probleme noch verstärken. Je nachdem, studiert euren das Bro. Das müsste der Aufzug zur Brücke sein. Schreibt Charakterzüge auf und anhand einer Tabelle, die ich bald online stellen werde, werdet ihr herausfinden, wie euer Bro tickt und ob es ihn anturnt oder abturnt, wenn ihr neben ihm auf dem Pissoir sitzt. Das solltet ihr für euch selber auch nochmal festlegen. Im Bauch der Bestie, ja, schön. Alarm, Rumpfzustand kritisch, Ausfall der kritischen Systeme in 5 Minuten. Sofort evakuieren.
Huch, da haben wir aber was kaputt gemacht. So, oh, zur Brücke. Ich weiß, danke. Perfekt. So. Delta Team befindet sich auf Subebene 0001. Gute Arbeit, 3-8. Finden Sie jetzt die Brücke und besorgen Sie die Codes. Roger. Bewegung, Deltas. Das Schiff ist gleich Geschichte. Oh shit, okay, gut. Das sieht nicht aus, als würde es sich noch... Sofort evakuieren. Na, kacke. Na gut, das funktioniert. Shit. Keine Sniper-Positions, weil ich wusste, da werden wir es noch mit Ruidikas zu tun. Ah! Delta! Erledigt. Das nenne ich Special. Und ich brauche Bacta, wie immer. Mind-blowing. Ah, ich mag die Sprüche. Das ist echt ein schönes Spiel. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Jetzt nicht vom Let's Play selbst und von meiner unheimlich wunderschönen Stimme und Kommentarweise und Ruidikas und so, sondern wie ihr das Spiel findet. Ich finde es gut in Szene gesetzt. Sehr gut eigentlich sogar. So, den haben wir jetzt hier auf dem anderen. Ah, perfekt. Kriegen das jetzt ziemlich schnell hin. Was mir aber fehlt, auch in den neueren Teilen von Halo, wenn man etwas zerstört hat und so ein Systemausfall wahrscheinlich ist, dann will ich, dass mir ein Timer angezeigt wird und ich tatsächlich gegen die Zeit kämpfen muss, weil sonst ist mir das etwas zu wenig Spannung. Natürlich die Musik und alles explodiert und blablabla, aber letztendlich weiß ich, dass mir nichts passieren wird, weil wir einfach good to go sind. Weil jetzt kann ich losgehen, zurück und für jeden nochmal Bacta holen. Natürlich kann es passieren, dass jetzt doch alles in die Luft fliegt, weil sie es doch geskriptet haben. Aber so ein Timer wie aus Halo 1 am Ende wäre schon ziemlich gut. Dieser Timer war zum Beispiel nicht in Halo 3 vorhanden. Und natürlich hat Cortana immer die Prozente angegeben, aber letztendlich waren die Prozente immer gescriptet. Egal wie schnell du warst, an jeder, an einer bestimmten Stelle hat Cortana gesagt, wie viele Prozente dir da übergeblieben sind. Bin in Position, Boss. Wo bleibt ihr denn? Ja gut, ich hätte es von Anfang an sagen müssen von mir. Da kommen sie. Ich will ja nicht angeschlagen in den Kampf gehen, weil ich glaube, da wartet noch so ein bisschen auf. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, so, gleich noch 7. Und dann haut er hinten. 4-0 wieder auf 100%.